Ein Kyurobose ist ein dunkler, schattenartiger Yokai, der einem kahlköpfigen buddhistischen Mönch ähnelt. Sein Aussehen ist jedoch sehr ungenau beschrieben. Es heißt, sein Körper soll schwarz sein und er trägt schwarze Roben. Sein Gesicht hat etwas Bestialisches. Er besitzt eine sehr lange Zunge und riecht nach verfaultem Fisch. Wie ein Geist sind seine Hände und Füße nicht wahrnehmbar. Zudem soll er seine Körpergröße verändern können. Im Nu kann er zu einem gewaltigen Monster werden. Seine unglaubliche Schnelligkeit zu laufen lässt Menschen glauben, er würde schweben. Kyurobose findet man in bewohnten Gegenden. Er sucht Menschen in Häusern heim. Nachts kommt er heraus und schleicht sich in die Häuser, nachdem alle Bewohner eingeschlafen sind. Dann nähert er sich langsam seinem Opfer. Hauptsächlich sind es Frauen und saugt ihnen die Atemluft aus. Die lange, faulige Zunge schieben sie dabei in den Mund, die Ohren und lecken damit sogar das Gesicht ab. Diejenigen, die wiederholt von Kyurobose besucht werden, können krank werden und es besteht die Möglichkeit zu sterben.